Hallöchen, ich komme nochmal zum Diskettenlaufwerk von diesem vom Amiga 1200, das Shinon FZ schieß mich tot. Das habe ich jetzt hier wieder in der Hand, weil das nicht hinhaut. Und ich hatte das ja gezeigt, wie ich das gereinigt habe und geölt habe und wollte ja zeigen, wie ich das auch justiere. Dabei ist mir ja ein Fehler passiert und ich habe mir das ja kaputt gemacht. Das habe ich leider nicht gezeigt. Ich habe es auch soweit wieder repariert. Es funktioniert ja, bloß es hat ein Problem. Es formatiert nur eine Seite der Diskette, die andere Seite nicht. Die Diskette ist ja zweiseitig und eine Seite wird nicht formatiert. Ich weiß nicht, ob das schon vorher der Fehler war hier dran vielleicht oder ob das durch mein Verschulden passiert ist. Das Laufwerk kann zwar noch lesen, aber ist ja so jetzt nicht direkt nutzbar. Ich kann es jetzt nur in einen externen Laufwerk-Dings einbauen. Mit der Aufschrift kann nur lesen. Weil lesen tut es wunderbar. Das ist einmal frei. Und dann wollte ich ja das Kettenlaufwerk kaufen und umbauen. Aber ich habe ja noch ein Ziel gehabt. Und das war ja das, was ich am PC über diesen USB-Gedöns angeschlossen habe. Das ist hier genauer gesagt das FD235HF-A110 von TEC, keine Ahnung, TAEC. Und im Internet habe ich keine Informationen darüber richtig gefunden zum Umbau. Ich habe aber das gleiche Laufwerk nochmal. Und zwar das hier, was diesen Kurzschluss hat, wo der Controller kaputt ist, was ich mal umgebaut habe. Es muss ja möglich sein. Es ist auch möglich, es umzubauen. Das funktioniert ja halt nicht. Das ist hier das TEC oder TIC, wie auch immer, FD235HF, aber A291. Die Platine hier drauf, gleich dem von dem hier, ist genau dieselbe. Und das ist jetzt so umgebaut, dass hier an der Ecke bei S6 der 0 oben Widerstand raus ist und hier auf S5 gewandert ist. Den habe ich da dann hingelötet gehabt wohl. Der DS1, DS0 Jumper, der liegt eigentlich so rüber. Der wird dann nur so rüber gelötet. Dann wird hier bei Pin 34 wird die Leiterbahn aufgetrennt und vom Pin 1 von diesem ersten Pin hier an der Ecke, also sprich Pin 34, das ist wirklich der erste Pin hier vorne, geht auf Pin 2 und hier ist jetzt der Pin 34 an P1, den oberen Pad angelötet. Ich kann aber gleich sagen, das funktioniert so nicht. Es ist nutzbar unter Workbench und, aber bei Xcopy sagt er kein Diskettenlaufwerk, keine Diskette drin, weil dieses Diskettenlaufwerk und auch dieses hier kein Ready-Signal auf Pin 34 rausgibt. Es hat auch das Internet gesagt, dieses Laufwerk gibt kein Ready-Signal raus. Aber ich bin ja nicht doof, ich habe ein bisschen ja was an Werkzeug und zwar ein Oszilloskop. Zeige ich euch mal, was ich hier gemacht habe. Ich habe es so umgebaut. S6 den Widerstand raus, hier auf S5 gesicht, DS1, DS0 umgejumpert. Auch erst diese Brücke reingemacht, hatte ich das Problem, dass es kein Ready-Signal hat. Jetzt seht ihr hier eine gelbe Leitung, die hier oben hingeht. Jetzt hat es ein Ready-Signal. Ja, und zwar ist das hier vom Flachbandkabel der 5. Pin. Der geht hier raus, hier rüber an Pin 34. Ihr müsst da halt die Leiterbahn unten auftrennen. Wenn ich das gleich mal ablöte, kann ich ja mal ablöten, dann kann ich es euch zeigen. Weil muss ich noch mal schön löten, das ist jetzt bloß testweise gewesen. Heiß.
Ist nur testweise gewesen so. Das muss ich noch schön löten. Ich versuche es mal drauf zu zoomen. Zu zeigen. Da ist Pin 34, habe ich da aufgetrennt. Das ist ganz einfach. Oh, müssen wir sie wegkratzen. Und schon läuft dieses Laufwerk. Auch unter Xcopy, es wird ein Ready-Signal erkannt und alles. Das ist wunderbar. Es ist nicht das echte Ready-Signal, aber es ist, kommt dem nahe, was ein Ready-Signal sein soll. Ich habe hier das Originallaufwerk. Wo habe ich das jetzt da? Habe ich angeklemmt, habe dann geguckt an Pin 34, wie sieht das Signal aus? Das liegt auf 5 Volt und sobald der Motor eingeschalten wird, geht der Pin auf 0 Volt runter. Und das macht das Laufwerk auch. Das macht es sogar noch ein ganzes Ende schneller. Es sagt aber, es ist gut. Es erkennt es als Ready-Signal. Punkt, fertig, aus. Funktioniert so. Nur als Info, dieses FD235HF-110 mit genau dieser Platine kann umgebaut werden. Ich habe noch ein ähnliches gefunden, da war hier der Bereich anders. Aber wenn ihr genau diese Platine habt, also in der Konfiguration könnt ihr das umbauen. Nur S6 dann den 0 Ohm rauslöten und auf S5 löten. DS0, DS1 umjumpen. Leiterbahn auftrennen. Von dem ersten Pin hier vorne, von dem Controller oder von der Leiterbahn aus. Oder von der Leiterbahn aus, die von Pin 34 kommt, den Pin raussuchen und dann auf Pin 2 gehen. Das hier kommt weg. Den brauchen wir nicht. Und dann hier von dem der fünfte Pin von dem Flachbandkabel. 1, 2, 3, 4. Der fünfte Pin geht dann auf Pin 34. Und schon läuft das Laufwerk. Und kann komplett benutzt werden. Ich habe auch das HD-Loch nicht zugeklebt. Das ist nicht nötig. Wird so als DD-Diskette erkannt. Man braucht das HD-Loch nicht zukleben, das ist einmal frei. Bei manchen Laufwerken muss man es ja tun, sonst läuft das nicht richtig. Das wäre für euch die Info, wie man so ein Laufwerk umbauen kann. Ich habe nichts gefunden, was das direkt für dieses Laufwerk beschreibt. Aber ich bin zufrieden. Passt, wunderbar. Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen, es funktioniert. Eigentlich wollte ich euch das noch auf dem PC zeigen, also auf dem Amiga, aber das ist jetzt hier so ein Wirrwarr, das kriege ich nicht mehr hin. Ich muss jetzt das erstmal wieder alles zusammenbauen und dann funktioniert das wieder. Ihr könnt mir aber glauben, das funktioniert so, wenn ich diesen Pin an Pin 34 löte. Hau das hin. Ich muss das bloß schöner machen. Das Kabel hier ist ein bisschen dick. Muss ein dünnes Kabel nehmen. Ich habe hier. Ja, hier ein Flachbandkabel, das ist dünn genug. Das werde ich dann da so hinlegen, ordentlich hier rum oder so, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Aber so würde ich sagen, ist die Anleitung zum Umbau von diesem Laufwerk. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.